Klein von der Firma Monatsblick. Sie hatten an einem Gewinnspiel teilgenommen, sind leider leer ausgegangen und bei mir in der Merkung steht, dass es gern beenden möchte. Das ist immer noch so, Herr Putinow. Ja, klar. Bringt ja nichts, wenn man da nichts gewinnt, ne? Ja, Sie haben aber die AGBs bestätigt und laut der AGBs nehmen Sie da an einer Entschädigungsrunde teil. Die liegt hier vor. Das sind 200 Gewinnspiele, die spielen Sie im Oktober. Die Gewinne sind echt super. 100 bis 500.000 ist sehr oft. Sie kostet 59,90, geht 12 Monate. Sie spielen mit einer Geld-Zurück-Garantie. Möchten Sie das spielen oder nicht? Also ich kann jetzt doch noch mal was gewinnen? Ja, aber das ist eine Entschädigungsrunde, die Sie da stehen. Aber die kostet 59,90, ne? Aber Sie können nichts verlieren, ne? Sie spielen mit Geld-Zurück-Garantie, ne? Wie? Also wenn ich nichts gewinne, dann kriege ich die Kohle wieder, oder was? Ja, ganz genau. Ja, da kann das doch nur klappen. Gut, dann machen wir das so. Klar. Dann ist das an der Bildeiche 76. Aha. In 76534 Baden-Baden, ja? Richtig, ja. Dann bitte einmal Ihr Geburtsdatum und Identifikation. Ja, das ist der 8. Mai 83. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Herr Putinow, haben Sie Ihre Bankleitzahl im Kopf oder soll ich die raussuchen? Boah, ne, die habe ich nicht im Kopf. Dieses lange Ding kann ich mir nicht merken. Sind Sie so nett und schauen da mal nach? Boah, da muss ich echt gucken. Ich bin gerade hier Homeoffice, bisschen Büro machen. Ich weiß nicht, wo ich den Scheiß hingelegt habe. Einen Moment. Ah! Unverhofft kommt oft, sagt man ja, ne? Ja, genau. Und welches Firma war das jetzt? Monatsblick. Wir arbeiten mit den vielen, vielen Anbietern zusammen. Und wenn da nicht gewonnen wird, schicken die uns die Entschädigungsrunde zu. Und wir schicken die dann weiter, ja? War das Mona wie der Vorname oder Monat wie der April? Mona, wie der Monat, S und Blick. Monatsblick, habe ich noch nie gehört. Da habe ich mitgespielt? Nicht bei uns. Bei uns haben sie nicht gespielt. Bei anderen Anbietern. Weil wir arbeiten mit den vielen, vielen Anbietern zusammen, ja? Aha. Und wenn da nicht gewonnen wird, dann schicken die uns die Entschädigungsrunde zu, ja? Ah, also wenn ich jetzt so diese, weil ich, das war bei, ich erinnere mich, das war bei Facebook, dieses 1000 Euro Amazon-Gutschein gewinnen. Mhm, und wenn man dann da nichts bekommt, dann schickt Amazon das weiter zu ihnen und sie machen die Leute dann doch nochmal. Ah, ganz genau so. Mein Telefonjoker sozusagen. Ja, so ungefähr, ja. Ja, mein Glücksengel, das ist doch schön. Dann wird heute ein guter Tag, ne? Das ist gut. Ich kann nur, mein Scheißdreck, können wir das am Ende machen? Ich muss nebenbei noch ein bisschen suchen, da gibt es noch bestimmt noch mehr zu sprechen. Ja, wann soll man das machen? Na jetzt, aber ich bin hier am Suchen, ich kann gerade nicht finden. Es gibt doch bestimmt noch mehr zu erzählen. Sie können ja schon mal... Also wie gesagt, das sind die 200 Gewinnspiele, die spielen Sie im Oktober. Die Gewinne sind wirklich super. Was denn? 100 bis 500.000, also Geld, ne? Ah. Sehr, sehr oft und regelmäßig. Und wie gesagt, sie spielen 59,90. Sie spielen 12 Monate mit Geld-Zurück-Garantie. Sie verlieren gar nichts, ja? Wie jetzt? Also ist im Oktober, aber geht 12 Monate, oder wie? Ab Oktober, ja. Ab Oktober. Und jedes Monat gute Preise dabei? Ja, die Gewinne sind top, Herr Putinow. Kann man das irgendwo wo angucken? Was sind das für 200 Dinger? Ja, also das sind Preisausschreiben sind das, ne? Aber top. Die Gewinne sind wirklich super. Ja, klar, aber wenn heißt 200, wo muss ich mich da noch anmelden irgendwo, oder? Ja, also wir schicken Ihnen alles zu. Sie brauchen überhaupt nichts zu machen, Herr Putinow. Nee, ich meine jetzt bei den Gewinnspielen selber. Muss ich mich da noch eintragen? Kriege ich das per E-Mail oder wie geht das? Müssen Sie nicht. Sie kriegen die Unterlagen per Post zugeschickt und dann läuft alles seinen Weg, ja? Ah, können wir das auch per E-Mail machen? Post dauert immer so lange. Nee, Post geht bei uns aber rucki-zucki. Wir haben heute Freitag, ich denke Mitte nächster Woche haben sie es da. Ah, das ist aber schnell, super. Weil vorhin habe ich einen dran gehabt, der hat gesagt, dauert 2 bis 4 Wochen. Da habe ich gedacht, verdammt, bringt ihr eure Post auf einen Esel oder was macht ihr? das sehe ich auch so. Ja, es ist also echt schon, ist darum frage ich, ne, weil da habe ich ja keinen Bock drauf. Ist genauso, wenn du mal, musst du mal was bei Arbeitsamt bringen, Alter. Wenn du nicht auf die Minute alles ablieferst, dann kommen die mit Kalaschnikow und Turban. Aber wenn du was von denen brauchst, Alter, das dauert die in der Notaufnahme nicht so lange. Ja, ganz genau. Ist zum Heulen mit denen, ne? Oh, ist das geil. Ist das an der Bildeiche 76, ne? In Baden-Baden, ne? Ja, da wohne ich, genau. Wo ist Ihre Firma?
Die ist in Hamburg, ne? Hamburg! Und oh, geil, Reeperbahn, da bin ich neulich gewesen. Ist so geile Stadt. Ja. Hammer geil. Und genau, und die 8.5.1975 ist auch richtig, ne? Ja, klar. Dann brauchen wir noch die Bankverbindung. Ach, Dann da müssen war, wir ja, da jetzt. war, ja, Entschuldigung, da war ja was. Ja, ich muss tatsächlich meine Brille einmal aufziehen. Muss ja zu meiner Schande Ja. gestehen, ich bin inzwischen ein alter Mann, ich brauche eine Brille. Na, so alt sind sie auch noch nicht, ne? Na doch, komm, ich habe so ein Rauschebart wie so ein Wikinger, Alter. Die ersten grauen Haare drin, ey. Weiß ich nicht, lässt man das so als Symbol des Standes Stern oder muss man jetzt alles abschneiden? Ich weiß es nicht. Ist nicht gut. Okay. Was würde ein Du. junges Frau sagen? Bart besser oder ohne? Das kommt drauf an, das müsste man sehen. Echt. Ah, ist schwierig, ne? Kann mich Ja, nicht das ist entscheiden. schwierig. Weil ich mag meine Fusseln im Gesicht. Da hat mal einer gesagt, die sind so weich wie die Bürsten von so einem Schallplattenspieler. Keine Ahnung, was das sein soll, Aha, ja. aber. Also irgendwie ein Kompliment, aber wenn der ganze Mist grau wird, verdammt, da kann ich mir ja auch einen Teppich bei Kopf setzen. Ein bisschen färben. Nein, will ich keine Chemie bei Nein? meinem Gesicht. Ja, würde ich auch. Ich würde dazu stehen, Herr Putinow. Ja, mit Stolz und Ehre. Aber sicher, ich würde dazu stehen. Ja, ich bin ja auch, aber ich habe halt Angst, dass die Frauen mich nicht mehr angucken. Ach was, natürlich. Ja, Gut, haben Sie die IBAN denn jetzt? klar, ist DE 727 727? 805. 805. Oh, jetzt muss ich zählen, warte. 1, 2, 3, 5 mal die 0. Ja, fünfmal die 0. 3 mal die 2. Dreimal die 2. 885 885. 022. 022. Sparkasse Hochfranken, ne? Richtig, Sparkasse mit den Nicht weg. Franken gab es nichts mehr zu kriegen wegen den hohen Nachfragen. Da wollte ich eigentlich mein Konto machen. Gut, also nicht weglegen. Sie Ha? bekommen die Unterlagen, wie gesagt, jetzt in den nächsten Werktagen zugeschickt. Wie gesagt, ein Magazin mit 200 Preisausschreiben. Die Gewinne sind absolut top. 59,90 geht 12 Monate mit Geld-Zurück-Garantie. Und wenn Sie das nicht wollen, schauen Sie sich die Rückseite an. Da ist der Widerruf, ja? Gut, Mal, was aber soll ich ich denke jetzt mal, Sie machen? spielen Das habe auch. ich jetzt nicht verstanden. Sie nehmen dran teil, ne? Wo denn? An den Gewinnspielen. Ja, da habe ich mich ja angemeldet gehabt. Ja, ganz genau. So, und jetzt machen wir Folgendes, damit alles seine Richtigkeit hat. Und machen wir noch eine Gesprächsaufzeichnung zu Ihrer Sicherheit und auch zu unserer Sicherheit. Haben Sie sowas schon mal gemacht, Herr Putinow? Ich habe jetzt gerade, um ehrlich zu sein, kein Wort verstanden. Ich muss aber auch gestehen, ich habe Nachtschicht gehabt. Ich bin nicht vor 20 Minuten erst aufgewacht. Also bitte nicht böse sein, wenn ich mich gerade total blöde anstelle. Macht nichts. Also wir machen noch eine Gesprächsaufzeichnung. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Eine Gesprächsaufzeichnung. Ich lese Ihnen alles vor, was ich Ihnen bereits erzählt habe. Aha. Sie beantworten die Fragen bitte mit Ja. Sie nennen mir auch nochmal die IBAN-Nummer und am Ende der Gesprächsaufzeichnung werde ich mich verabschieden. Sie verabschieden sich bitte auch. Ich bleibe aber in der Leitung, können wir noch kurz miteinander reden. In Ordnung? Ja, und was müssen wir dann dahinterher noch besprechen? Ja, vielleicht haben Sie noch Fragen, keine Ahnung. Vielleicht sagen wir auch nur schönen Tag, ja? Ach so, ach so. Wie ist das bei Sie, wenn man bei das Gewinnspiel was gewinnt? Ist das steuerfrei oder muss man Sponsorzeitschrift haben? Ja, so ganz steuerfrei sind die Gewinnspiele ja nicht, Ah, ne? warum nicht? Ist Ja, ja warum eigentlich, nicht? ich meine, der Gesetzgeber hat ja eigentlich im Steuerabgeltungsgesetz festgelegt, dass Einnahmen immer einer bestimmten Einnahmegruppe zugeordnet werden können müssen und das ist bei Gewinnspielen ja nicht der Fall. Und das ist ja keine leistungsbezogene Gewinndings da Bums da. Der Ich hatte den, Staat braucht Geld, Sie wissen das doch. mir hat ein Fan mal diesen Text per E-Mail geschickt, aber ich kann es gerade nicht finden. Aber ich habe es noch so grob im Kopf, darum frage ich lieber nochmal. Der Staat braucht Geld, das wissen Sie doch. Ach, die brauchen alle Geld. Ich brauche auch Ja, Geld. Wer gibt mir ja. Geld? Gut. Also fangen wir mit der Gesprächsaufzeichnung an. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Okay, dann fange ich jetzt an. Alles klar. Gut, Herr Putinow, ich habe jetzt nach Ihrer Einwilligung die Gesprächsaufzeichnung gestartet. Ist das in Ordnung? Nochmal, was war? Ich habe jetzt nach Ihrer Einwilligung die Gesprächsaufzeichnung gestartet. Ist das in Ordnung? Ja.
So, mein Name ist Jennifer Klein von Lifestyle Magazin Monatsblick, damit Sie es auch nochmal gehört haben. Herr Putinow, ich fasse nochmal die wichtigsten Informationen für Sie zusammen. Ihre erste Ausgabe des Monatsblick halten Sie im Monat Oktober druckfrisch frei Haus. Ihr gewünschtes Leistungspaket Monatsblick Premium umfasst ein hochwertiges Premium-Magazin und die Teilnahme an 200 der besten Online-Preisausschreiben. Sie zahlen per SEPA-Lastschrift einfach, bequem und sicher. Den vereinbarten monatlichen Servicebetrag in Höhe von 59,90 werden Sie der zum Anfang des Monats mit Erhalt Ihres Magazins Ihrem Mandat unter der gläubigen Identifikationsnummer CH81-3MZ-8x0742 von dem Konto abholen. Ja, das war viel zu schnell, das möchte ich mir gerne aufschreiben. Können Sie das nochmal sagen? Weil aufschreiben, das brauchen Sie ja Ewigkeiten für. Ich ja, das war unterbrochen. Nein, diese Codenummer, die muss ich ja da draufschreiben. Ach, das kann ich mir doch so schnell nicht merken. Wollen Sie sich hier jetzt aufschreiben? Ja, brauche ich doch. Ja, also schreiben Sie auf. Haben Sie was zu schreiben? Ja klar, Laptop. CH81. Nochmal was? Cäsar? CH. Cäsar Heinrich. Ja. 81. 81? Dreimal Zeppelin. Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin. 8x0. 8x die 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was bedeutet das? 742. Unter dieser Nummer wird abgebucht, Herr Putinow. 742. Ist das ein Schweiz oder was? Ja, ja. Okay, unter dieser Nummer wird abgebucht. So, dann fange ich nochmal an und Sie sagen bitte ja, okay. Sie sind in Schweiz drüben oder was? Nein, nein, nein. Ne, doch CH ist nein, doch Ländercode für Schweiz. Ja, das ist richtig, ja. Von da wird abgebucht. Elite, sind Sie von Elite Premium Service AG? Ich bin hier von der Firma Monatsblick. Ach ja? So, okay. Okay, also ich fange nochmal an und Sie sagen bitte ja und bitte keine Unterbrechung mehr, okay? Alles klar. In Ordnung. Gut, Herr Putinow, ich habe jetzt nach Ihrer Einwilligung die Gesprächsaufzeichnung gestartet. Ist das in Ordnung? Ja. So, mein Name ist Jennifer Klein von Lifestyle Magazin Monatsblick, damit Sie es auch nochmal gehört haben. Herr Putinow, ich fasse nochmal die wichtigsten Informationen für Sie zusammen. Ihre erste Ausgabe des Monatsblick erhalten Sie im Monat Oktober druckfrisch frei Haus. Ihr gewünschtes Leistungspaket Monatsblick Premium umfasst ein hochwertiges Premium-Magazin und die Teilnahme an 200 der besten Online-Preisausschreiben. Sie zahlen per SEPA-Lastschrift einfach, bequem und sicher. Den vereinbarten monatlichen Servicebetrag in Höhe von 59,90 werden Sie erst am Anfang des Monats mit Erhalt Ihres Magazins Ihrem Mandat unter der gläubigen Identifikationsnummer CH81-3MZ-8x0742 von dem Konto abbuchen. Das geht in Ordnung, ja? Ja, ist kein Problem. Ihre Teilnahme kann unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen zum Ende der vereinbarten Mindestlaufzeit von 12 Monaten per Brief oder Fax gekündigt werden und innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Wir empfehlen aber auf jeden Fall, sich länger zu beteiligen, denn die beständige Teilnahme zahlt sich erfahrungsgemäß aus. Dann gleichen wir nochmal Ihre persönlichen Daten ab, um sicherzugehen, dass alles richtig aufgenommen worden ist. Aha. Sie heißen Herr Dimitri Putinow, wohnen an der Bildeiche 76 76534 Baden-Baden, ja? Das ist korrekt, ja. Bitte nennen Sie Geburtsdatum zur Bestätigung. Ja, das ist der 8. Mai 83. Um den Einzel- Ihres Servicebetrag zu gewährleisten, nennen Sie bitte noch einmal Ihre Bankverbindung. Aha, komplett oder so das letzte? Ja, die IBAN komplett, ja. Oh, warte, muss ich nochmal raussuchen. Ich dachte, wir waren damit schon fertig. Scheiße, wo habe ich das hingelegt? So. DE 727 805 5 mal die 0 222 885 022. Sparkasse Hochfranken 785 4 mal 0 ist die Bankleitzahl. Ja. Sie erhalten alle Informationen, Kontaktdaten sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den nächsten Werktagen per Post nach Hause. Das ist super lieb, aber irgendwie haben wir noch gar nicht über diese Geld-Zurück-Garantie gesprochen. Das wäre mir noch ganz wichtig, dass wir das festgehalten haben. Ich hatte Sie doch gebeten, nicht zu unterbrechen, ja? Ja, aber jetzt da fehlt doch was Wichtiges. Ja, aber bitte, Sie kriegen das schriftlich, ja? Ach so. Ja, Sie kriegen das schriftlich zugeschickt, ja? Okay, fangen wir nochmal an.
Nochmal, was? Was soll ich machen? Fangen wir nochmal an. Also, Sie bekommen das schriftlich, ja. Aha. Wir machen jetzt durch, wir verabschieden uns und danach bleibe ich in der Leitung, können Sie noch reden, okay? Nee, ich will gar nicht reden. Ich will nur, dass das mit dieser Gewinn-Zurück-Garantie mit reinkommt. Bekommen Sie schriftlich. Okay, ja? Super. Okay, also fange ich nochmal an und bitte jetzt nicht unterbrochen. Bis zum Verabschieden, ja? Ja. Okay. Gut, Herr Putinow, ich habe jetzt nach Ihrer Einwilligung die Gesprächsaufzeichnung gestartet. Ist das in Ordnung? Ja, klar. So, mein Name ist schon verkleint für Lifestyle-Magazin Monatsblick, damit Sie es auch nochmal gehört haben. Herr Putinow, ich fasse nochmal die wichtigsten Informationen für Sie zusammen. Ihre erste Ausgabe des Monatsblick erhalten Sie im Monat Oktober druckfrisch frei Haus. Ihr gewünschtes Leistungspaket Monatsblick Premium umfasst ein hochwertiges Premium-Magazin und die Teilnahme an 200 der besten Online-Preisausschreiben. Sie zahlen per SEPA-Lastschrift einfach, bequem und sicher. Den vereinbarten monatlichen Servicebetrag in Höhe von 59,90 werden wir jetzt zum Anfang des Monats mit Erhalt Ihres Magazins zu Ihrem Mandat unter der Gläubiger-Identifikationsnummer CH81-3MZ-8x0742 für den Konto abbuchen. Das geht in Ordnung, ja? Ja. Ihre Teilnahme kann unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen zum Ende der vereinbarten Mindestlaufzeit von 12 Monaten per Brief oder Fax gekündigt werden und innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Wir empfehlen aber auf jeden Fall, sich länger zu beteiligen, denn wie stellen die Teilnahme zahlt sich erfahrungsgemäß aus. Dann gleichen wir nochmal Ihre persönlichen Daten ab, um sicherzugehen, dass alles richtig aufgenommen worden ist. Aha. Sie heißen Herr Dimitri Putinow, wohnen an der Bildeiche 76 Baden-Baden, ja? Korrekt. Bitte nennen Sie Geburtsdatum zur Bestätigung. Ja, 8. Mai 83. Um den Einzel- Ihres Servicebetrag zu gewährleisten, nennen Sie bitte noch einmal Ihre Bankverbindung. Nochmal. Bitte. Ja. Moment, ich habe es schon wieder weggeklickt. So. DE 727 805. Hallo? Ja. Ja, 5 mal die 0. Hallo? Ja. Ja, gut. 222 885 022. Sparkasse Hochfranken 7805 4x0 ist die Bankleitzahl. Das weiß Sie ich nicht. Sie erhalten alle Informationen, Kontaktdaten sowie allgemeinen Geschäftsbedingungen in den nächsten Werktagen per Post nach Hause. Aha. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht und weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Rückseite. Ach so. Super, das war es dann soweit. Sie haben inhaltlich, also akustisch, alles gut verstehen können und fühlen sich fair beraten, ja? Ja, ich muss aber direkt von meinem... Moment. Prima, Herr Putinow, ich bedanke mich für das Gespräch. Scheiß Betrüger! Ich widerrufe, scheiß Betrüger, du bist live im Internet. Ich habe alles aufgezeichnet. Dreckspack. Ach, weißt du was, du kannst. Eddie hatte ja sowas von keinen Bock mehr. Was für ein ehrloses... Ich sag's jetzt nicht, dann sperren die mir noch den Kanal. Metal, Freunde.